mal YouTube. Das ist so. Wenn sie mal ein Problem haben, wenn sie irgendjemand mal so im Garten helfen oder so, können sie anrufen und nachher können sie mit Jugendlichen dann essen. Beim Start der Jugendjobbörse waren wir nicht ganz sicher, ob das auch gut rauskommt. Wir hatten so spannende Jugendliche, die wir uns gefreut haben, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Aber wo es vermutlich recht viele Vorurteile auch gegeben hat, könnte gegeben haben auf Seite der Quartierbevölkerung. Seitdem, also seit dem Sommer 2007, würde ich sagen, ist es relativ ein konstantes Angebot geblieben. Also wir haben immer etwa 50 Jugendliche, die angemeldet sind. Und die haben Jobs. Die wirklich arbeiten wollen, die kommen Jobs über. Es ist eine Jobvermittlungsstelle für Jugendliche, die im Quartier Wollishofen und Leimbach leben, wo wir ihnen probieren eigentlich kleine Tätigkeiten zu vermitteln von den Anwohnern. Das heisst, es sind verschiedene Tätigkeiten, wie jetzt zum Beispiel mit dem Hund spazieren oder einkaufen oder im Haushalt helfen. Und die Vermittlung an sich, das erledigen auch Jugendliche. Anuschka Schraner. Kennst du sie? Es ist eigentlich ständig am Laufen, aber es sind also recht viele, die wir aber auch brauchen, weil es ist sehr schwierig zum Teil zum Jugendlichen zu finden, weil sie haben natürlich auch ein Freizeitprogramm, das sie auch nicht immer können. Und so sind wir sehr froh, dass eigentlich die Quartier gross ist, dass wenn jetzt ein paar halt nicht können, dass wir vielleicht doch jemanden anderen noch finden können. Für jede Stunde, jede gemachte Stunde, bekommt man 10 Franken, also 10 Franken pro Stunde. Und dann kommen sie zu mir mit so Bestätigungsblatt. Und ja, wenn ich das sehe, tue ich das dann im Computer eintragen. Und dann tue ich noch Geld auszahlen. Habe ich im Frühling und im Herbst habe ich Geranienkistchen habe ich vom Balkon in den Keller tragen lassen. Weil für mich mit bald 75 Jahren ist das ein bisschen streng. Und so ist mir die Arbeit von diesen Jungen ist mir also wirklich sehr, ist mir wirklich ein sehr grosser Dienst gewesen. Praktisch ist für mich noch, dass ich das alles per Computer bestellen kann. Und dann tut mir einmal jemand von dieser Wollihut-Organisation aufrufen, wer meinen Auftrag ausführen. Es ist auch der soziale Gedanke, Kontakt zu haben mit diesen Jungen. Weil ich finde immer, man darf sich im Alter nicht absondern und nur mit alten Leuten zusammen sein. Danke vielmals, gell? Danke für deine Sie nehmen jetzt den Dienst in Anspruch von Wollihut Jobbörse. Warum machen Sie das? Was ist Ihr Vorteil in dem Ganzen? Unser Vorteil ist, dass wir nicht putzen müssen. Und wir finden, dass es eine Sache ist, die sich zu unterstützen lohnt. Sie machen es gut und sie machen es günstig. Der Gedanke, dass die Jungen sich für etwas engagieren, und das finde ich gut. Ihr putzt hier jetzt falsch. Warum machen die zwei das? Noch eine coole Art zum Geld verdienen. Also. Ja, ich hatte eigentlich immer so Lösungen, dass irgendjemand da Lea mitgenommen hat vom Hort, den ich so lange arbeite. Und das war einfach immer so ein bisschen unbefriedigend. Und dann hat sie mich aufgebracht. Dann hat sie gesagt, sie kennt auch jemanden, der von dort ein Hütte-Mädchen oder so hat. Ich soll doch dort mal anfragen. Ich habe gesagt, ich will gerne jemanden vom Quartier und nicht irgendjemanden, der halt irgendwie
erst 11 oder 12 ist, sondern halt wirklich schon etwas älter. Komm jetzt schon mit mir wieder. Also ich habe gemerkt, dass Lea, wenn sie noch irgendwie eine Stunde im Heim müssen und vorher hat sie Kinski und dann noch Hort, dass das für sie eigentlich, das ist dann noch eine dritte, andere Ohr, eine Art, ein anderer Ohr gewesen. Also dass für sie wirklich schwierig war. Und dann manchmal sehr noch so eine dritte Unruhe. Ja. Ja. Und ich habe einfach gemerkt, es ist nicht eine befriedigende Situation. Und ich bin froh, dass ich habe auch gefunden, sie hat sich schnell gefunden. Sind die von der Börse gekommen? Sie sind mal bei uns in der Schule vorbeigekommen und haben uns gesehen, was das genau ist. Ich weiß, was euer ist und darum sind wir auch so in der Volleyhut-Schutz. Also ich habe schon immer mal meinem Vater gesagt, ja, ich will arbeiten gehen und so. Und so, ja, dann hat es irgendwo so Volleyhut-Jobs oder so, da kannst du arbeiten. Und dann bin ich eines Tages mit meinem Vater dort hingegangen. Dann hat er gerade unterschrieben und dann bin ich auch so dazu gekommen. Live vor Ort, Lena Schütz. Immer getan.